Olympia ist ja jetzt vorbei. Ich bin jetzt hier gerade vom Rechner, ich recherchiere da so ein bisschen rum. Das ging ja vorher schon los. Sexualisierung gegen die Sexualisierung, deswegen die deutschen Turnerinnen im Ganzkörperanzug. Es gab vorher schon Mitteilungen auf Facebook von die Ruderin zum Beispiel, die ist so ganz hübsch auch. Sagte sie, nee, sie wehrt sich. Ich finde das gut und mutig, dass sie das machen, die Deutschen, weil du kriegst auch mehr Klicks auf Instagram, wenn du mehr Haut zeigst beim Turnen und das zahlen dann die Sponsoren. So geht das in die Richtung. Also jetzt jedenfalls Deutschland, die deutschen Turnerinnen machen das nicht und ist dann ja auch nichts geworden. Was fällt mir noch dazu ein? Olympia kommt ja irgendwie von Olymp, also irgendwas Griechisches steckt dahinter. Ja, so viel ich weiß, waren die damals nackt, die Athleten. Ne? Das muss man noch sagen. Ja, natürlich bin ich auch gegen Sexualisierung, ist ja klar. Aber da muss man natürlich dann auch was können. Also das muss man eben wettmachen mit Leistung. Und nee, geht ja nicht um Leistung, haben die gesagt, wohlfühlen. Die wollen sich wohlfühlen beim Sport. Also Leistung in Deutschland, im deutschen Sport, geht es mehr um Wohlfühlen, habe ich da jetzt rausgelesen. Aber das ist ja nur meine Interpretation der Medien. So kam das halt bei mir an. Ich blicke wahrscheinlich total falsch, aber bei mir kam es so an. Schaue ich mir nochmal den Medaillenspiegel an. Deutschland, neunter Platz. Neunter Platz auf der Weltrangliste, hat etwa halb so viele Medaillen wie das Vereinigte Königreich. Super. Selbst Japan hat mehr und sowieso USA, China ist ja klar. Die Russen, die werden irgendwie nicht aufgeführt, die sind ja geblockt. Deutschland neunter Platz, aber dafür Wohlfühlen, das ist gut, bin ich gut. Trotz Wohlfühlen auf den neunten gekommen, könnte man auch sagen, neunter Platz.